Bürgerbusse. Sie sind ein ÖPNV-Konzept zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum. In dieser Dokumentation möchte ich euch die Bürgerbusse mit ihrer Funktionsweise vorstellen. Viel Spaß! Schauen wir uns zuerst an, was ein Bürgerbus überhaupt ist. Ein Bürgerbus ist ein Nahverkehrsangebot, das sich in der Regel auf eine bürgerschaftliche Initiative gründet, um Lücken im öffentlichen Personennahverkehr auszugleichen. 1977 entstand dieses Konzept in den Niederlanden und in den 80er Jahren wurden in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens in Deutschland Bürgerbusse erprobt. Ab Mitte der 90er Jahre haben sich in mehreren deutschen Städten und Gemeinden Bürgerbusvereine gegründet, um Lücken im ÖPNV-Fahrplan in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht zu schließen. Auch in der Schweiz gibt es inzwischen Bürgerbusse, die ländlichen Regionen als Ersatz für wenig genutzte Postautokurse bedienen. Schauen wir uns nun die Funktionsweise der Bürgerbusse an. Bürgerbusvereine arbeiten ehrenamtlich und finanzieren ihre Leistungen über Fahrgeldeinnahmen, Mitgliedsbeiträge, Spenden und teilweise kommunale Zuschüsse. Bürgerbusse können sowohl im Linienverkehr nach einem festen Fahrplan als auch nach Bedarf als Rufbus betrieben werden. Es gelten dieselben Anforderungen wie im regulären ÖPNV. Das heißt, Punkte wie Tarifpflicht, Beförderungspflicht und Betriebspflicht. Der Bürgerbusverein stellt das Fahrpersonal, das unentgeltlich arbeitet und sorgt für die Ausbildung der Fahrerinnen und Fahrer. Die Fahrzeuge sind in den meisten Fällen Kleinbusse mit bis zu 8 Fahrgastsitzen. Die meisten Bürgerbusse verkehren in dünn besiedelten Orts- oder Stadtteilen, in denen die Rentabilität für eigenwirtschaftlichen Verkehr nicht gegeben ist und die kommunalen Aufgabenträger kein Angebot mit Aufwandsentschädigungen bestellen. So werden durch diese Vereine Aufgaben von Stadt- oder Ortsbuslinien übernommen. Viele Vereine gründen sich mit einer starken Zielgruppenfokussierung. So zielen manche Bürgerbusvereine speziell auf Discogänger ab und bieten für diese Abend- und Nachtverkehre an. Andere Bürgerbusvereine zielen speziell auf Senioren. Einige Bürgerbusvereine haben neben dem Dienst im Nahverkehr die Aufgabe, Kindergartenkinder zu befördern. Im Verhältnis zum regulären öffentlichen Personenverkehr stellen Bürgerbusse eine Ergänzung dar. Diese kann sich etwa auf die Betriebszeiten beziehen, etwa im Nachtverkehr oder auf das Betriebsgebiet, etwa im dünn besiedelten Raum oder auf schwach nachgefragten Querverbindungen. In dieser Funktion stellen sie Selbsthilfemaßnahmen im Bereich der Mobilität dar. Kurzfristiges Ziel der Initiativen ist die Ergänzung und in Fällen von Angebotsstreichungen die Aufrechterhaltung des Personenverkehrs. Langfristiges Ziel ist es, soweit möglich, das Angebot in den regulären öffentlichen Personenverkehr zu überführen. In Deutschland verkehren aktuell 260 Bürgerbusse. Darunter über 110 in Nordrhein-Westfalen sowie rund 60 in Niedersachsen. Bürgerbusse in Deutschland gibt es zudem neben NRW und Niedersachsen auch noch in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Beispiele dafür wären Bürgerbusse in Uhingen, Prien, Gransee, Willich, Eich, Lengenfeld,
Espenau sowie auf der Insel Fehmarn. Damit bin ich nun am Ende dieser Dokumentation angekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier noch sehr gerne ein paar andere Videos von mir anschauen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!